Ja, hallihallo, schön, schaut ihr wieder mal zu, wenn ich euch was Cooles zeige. Und zwar habe ich gedacht, ich zeige euch da eine Kreation in einer Suppenschüssel und mit so stabilisierten Rosen. Super praktisch im Sommer, weil natürlich ja mit der Hitze und allem drum und dran die Blumen nicht so lange haltbar sind. Ja, ich mache hier mal einen Pinholder rein, damit der Steckschaum auch wirklich gut hält. Und schneide da mal ein Stück ab und mache das hier in die Schüssel rein. Da könnte man auch Trockensteckschwamm nehmen, aber ich habe jetzt gedacht, ich nehme da mal den nassen Steckschwamm, ohne ihn zu befeuchten. Und ich finde es wichtig, dass diese Kreation eher eine Kreation ist, die in sich drin schön ist. Also das heißt, nicht, dass da noch was draus hängt oder so, sondern es ist eigentlich ein Deko ist, die im Gefäß drin ist. Dazu verwende ich einmal ein wenig Euphorbia-Holz und dann habe ich da noch so duftenden Thymian, welchen ich da mal nehme, um mal das Nötigste abzudecken. Brauche auch noch ein wenig Tillandsia-Moos. Einige denken jetzt sicher, ah, warum lauft ihr da immer davon? Das ist einfach, ich mache meine Videos relativ flexibel, Freestyle, und habe jetzt hier beim Deckel noch mit Kit ein Stück Holz angemacht, damit ich die Öffnung da regulieren kann. So, jetzt haben wir da so wie ein Mund, eine Öffnung, wo man da jetzt Sachen reinmachen kann. Öffnung, die kann man regulieren, natürlich frei, wie steil man den Deckel reinsteckt. Und ich mache jetzt die Öffnung einigermaßen groß, damit dann auch noch die stabilisierten Rosen reinpassen. Und habe mit der Kundin abgemacht, dass ich hinten noch ein wenig trockene Hortensien reinmachen werde, damit das Ganze auch ein wenig füllt und abdeckt. Und am Schluss sieht man von der ganzen Sache mit dem Holz eigentlich gar nicht mehr viel, sondern das Wichtigste ist eigentlich, dass einfach der Steckschwamm nicht mehr ersichtlich ist. Da es auch gegen meine Sommerpause geht, habe ich natürlich auch nicht mehr mega, mega viel Material da im Laden und muss schauen, dass ich mit dem bestehenden Material, was ich zur Verfügung habe, noch was Tolles kreieren kann. Und das ist, wie soll ich sagen, das Entscheidende, dass als Florist oder einfach als Handwerker oder einfach als Künstler, wie man dem auch immer sagen will, aus dem bestehenden Material was Cooles kreiert werden kann. So. Es gibt ja da auch noch das Kirika. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gesehen habt bei einem Video von mir. Aber das kann man da auch noch so als witziges Element reinnehmen und kann es dann wieder hinten reinstecken, dass es schön dran bleibt. Und das sind ja so Lunaria-Fruchtstände, die sind wirklich auch sehr dankbar. Die bleiben auch schön grün. Dann haben wir ja die roten stabilisierten Rosen, welche ich euch schon zum Starten gezeigt habe. Und die nehme ich da unten mit einem Draht rein in das Gesteck, in die gefüllte Suppenschüssel. Ja, wie nehme ich diese stabilisierten Rosen da aus dem Plastik, unten den kleinen Stiel wegmachen, hat es immer noch schön einen Stiel dran und so kann ich dann die ganze Sache mit einem Draht fixieren und so stabilisieren. Ja, im Herbst, jetzt sind wir ja so im Sommer, ist es natürlich noch einigermaßen schwierig, so einige tolle
Elemente zu haben. Aber im Herbst gibt es dann noch umso mehr Blätter, Beeren etc., wo man wirklich coole Sachen kreieren kann, wo dann auch sehr lange bleiben, aber auch mit dem bestehenden Material, was ich da zur Verfügung habe, denke, schaffen wir es, so coole Kreationen zu fertigen. Ich habe da auch noch so kleine Viburnumbeeren, die sind rot, die werden dann eintrocknen. Die kann man da auch super noch reinnehmen. Dann haben wir die Jumpfer in Grün, seine Nigella. Kann man auch so praktisch noch reinstecken. Und jetzt nehme ich nicht auf der anderen Seite auch noch auf dieser Seite ein Schneckenhaus, sonst sieht es dann etwas langweilig aus, sondern dann nehme ich jetzt noch zwei Nigella Blüten rein, oder besser gesagt die Fruchtstände der Nigella. Mache da noch mit dem Sagtschnell Lunaria den Abschluss. Und so haben wir eigentlich innerhalb kürzester Zeit was Cooles kreiert. Eine gefüllte Suppenschüssel, so ein wenig shabby chic, zu Hause wieder etwas Altes in den Wohnbereich nehmen, als coole Tischdeko oder auf einer Etage. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ja, wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen, ein Abo oben nicht vergessen. Und dann schau wieder rein, wenn ich wieder was Cooles zeige. Und ich sage dann Tschüss und weg und bis zum nächsten Mal.